Und die hier waren richtig übel. Wir sollten mal Fröschli wegstecken und dafür die Topfpflanze wieder beleben. So. Jetzt laufen wir an uns vorbei. Genau. Oh. Das ging noch ganz gut. Du bist kein böser Pilz. Du bist kein böser Pilz. Oh oh. Oh. Speere sind ganz schön unfair. So. Da hinten ist das Ei im Gefängnis. Jo, komm runter. Aggro nicht deine Freunde. Genau, Dina zum Beispiel. So, spring runter und stirb. So. Mein Verdacht war, wenn wir jetzt das Ding aufheben, dass irgendwas passiert, dass die Pilze Alagro werden. So, du komm mal mit. Ei. Dies muss das Ei sein, von dem der alte Goblin sprach. So verdammt schwer. Das würde ein verdammt enormes Omelett abgeben. Oh, Dieb. Wartet, da bewegt sich was im Ei. Verdammt, es lebt. Das muss ein Drachenbaby sein, das anscheinend schlüpfen will. Der Alte muss das gewusst haben. Und darum sollte ich das Ei auch nicht zerbrechen. Das Drachenbaby tut mir leid, geopfert für einen Verjüngungstank. Mitleid? Das Wesen in dem Ei wird alles zerstören, was ihm in den Weg kommt. Es darf nicht geboren werden, oder es verwandelt die ganze Burg in Asche. Die ganze Burg? Samt Harnakon? Hättest du jetzt nicht unbedingt sagen sollen. Meinst du das ernst? Aber es ist nur ein kleiner Babydrache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Feuer spuckt und Leute frisst. Was, wenn ich das Ei zerbreche? Törichter Dummkopf, öffne es nicht, wenn du nicht in seinen Flammen sterben willst. Wünschst du die Aufgabe abzuschließen, die Belohnung einzukassieren und nicht vom Drachen verbrannt zu werden? Gib das Ei einfach dem alten Goblin. Willst du etwas riskieren? Das Ei öffnen und die Belohnung verlieren? Wähle Öffnen für das Ei. Ha, willst du was riskieren? Immer doch. Aber wir sollten nicht unbedingt in so einem engen Gang gegen einen Drachen kämpfen. Das könnten wir eher im Fledermaus-Dingens machen. Also laufen wir jetzt hier raus. Die Pilze werden doch nicht aggro. Hoffe ich mal. Und wir laufen jetzt ein ganzes Stück zurück zum Fledermausraum. Oh, hops, hops. Topfpflanze kann sich währenddessen ein bisschen regenerieren. Ist okay. Bye, bye, Typ. Wundert sich auch, wo wir gerade hingehen, ne? Oh, oder hier wäre auch okay. Wir sollten nur vor den Ork da oben umbringen. Nicht, dass der noch irgendwie Mist baut. Oh, nein! Wieder 100 in der Tonne. Wir hätten definitiv mehr von den Wiederbelebungsdingern kaufen sollen. Okay, Eis. Eis ist doch bestimmt auch gut gegen den Drachen. Dich noch weg, dich noch weg. So. Du, öffnen. Grüne Drachenwelpe. Hey. Call. Wir haben grünen Drachenwelpen. Warum bist du grün? Ich mag rote Drachen viel lieber. Aber na gut. Ja, sehr schön. So viel dazu. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein extra Bosskampf, der optional ist oder sowas. Aber. Können wir da hoch? Das sieht so komisch aus. Nö. Na gut, guck mal, was der Kleine auf sich hat. Spuckt bestimmt Feuerbälle. Genau. Na, spuck. So. 34 Goldmünzen. Naja. Langbogenpfeile. Eine Leiter nach unten. Pike. Nö. Alles zum Verkaufen und noch eine Tür. Wir haben hier richtig viele optionale Quests. Also ja, das ist ganz lustig. Trotzdem nur ein bisschen irritiert, dass so viele auf einmal jetzt kommen. Und da gehen wir erstmal später hin. Jetzt will ich gucken, was hier drin ist. Ein Buchständer. Rolle der Ausleuchtung.
Wenn das mal kein dezenter Hinweis ist, ha? Okay, Rolle der Ausbeutung. Ha. Oder auch nicht. Ich hatte mir gerade vorgestellt, dass hier überall noch andere Räume sind, wo Fackeln drin sind. Aber man kommt da erst hin, wenn man die Fackeln angezündet hat. Durch die leuchtende Rolle da. Aber leider nicht. Na gut. Oh, genau da wollte ich gegenschlagen. Zack, 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 zack. So, du noch an. Dann fehlen nur noch die beiden hier. Schwing. Oh. Oh, da war ja was. 50% der Burg sind beleuchtet. Oh, sehr schön. Wir schießen gerade mit Feuerbällen auf Fledermäuse. Das klingt nicht so wirklich effektiv. Aber na gut. Hoch, hoch. Au. Ah, wir haben schon wieder so ein doofes... Genau, das da. Weg mit euch. Komme ich da eigentlich einigermaßen rübergesprungen? Also zu der Plattform, wo die rote Essenz gerade ist. Probier mal. Wow. Das war aber knapp. Oh, 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 oh. Du, wieder weg. Ich sollte Fröschli wieder nehmen. Ja, der trifft wenigstens immer mit seiner Zunge. Ganz kurz noch Luft holen, damit er Energie bekommt. Wir brauchen nicht wirklich Energie. Sieht gut aus mit den Lebenspunkten. Also hoch da. Hast dann richtig viele Fledermäuse. Das da sieht komisch aus. Ich glaube, ich fahre mal kurz hier. Oh. Nicht ganz, was ich wollte. Auch nicht ganz, was ich wollte. Ich wollte eigentlich einen Raum zur Zeit machen. Okay. Wieder hoch. Und von der anderen Seite versuchen, auf die Plattform zu kommen. Also hoch, 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 hoch. Hoch, hüpf. Mitnehmen, hüpf, hüpf. Nee, das war so nicht geplant. Einfach runterfallen. Nee, fallen wir gerade runter. Wir müssen schon... Genau. Haha, wusste ich's doch. Weißers Axis. Schon mit einer Axt, die wir nicht gebrauchen können. Hui. Gibt ganz schön viele Äxte hier. Und Äxte scheinen standardmäßig auch mehr Schaden zu machen als ein Schwert. Hätte man sich vielleicht doch anders fokussieren sollen. Ja, mal gucken, was es später für Waffen gibt. Wie gesagt, in den meisten Rollenspielen sind die epischen Waffen immer am Ende Schwerter. Was ein bisschen frustriert ist, wenn man sich auf was anderes spezialisiert hat, aber hey. Ganz schön viele Abzweigungen. Ich drücke immer wieder auf M, aber es kommt nichts. Oh, und ein neues Portal. Ja, ist doch mal schick. Und wieder so ein komischer Typ in der Lampe oben in der Bücherei. Geh weg, genau. Hops. Oh, schnell, schnell, schnell weg damit. So. Du bist ja nicht sehr stark. So, was haben wir hier? Irgendwo irgendwas? Ja, schon wieder eine Menge Papier und Bücher. Aber nichts davon können wir verwenden. Also diese weißen Dinger da, was wohl Pergament oder Schriftrollen darstellen sollen, die können wir nicht lesen. Aber ich denke mal, irgendwann später schon. Dann müssen wir das alles hier nochmal machen. Oh, okay. Hallo, Schriftrolle. Wow, eine fliegende Schriftrolle. Auf ihr sind tausende Namen und Gesichter vermerkt. Sind das die Credits? Okay. Raus. Ich
will Notizen auf meine Karte machen. M geht nicht, Tab geht nicht. Ich hoffe mal jetzt, sie haben ernsthaft was geändert. Das wäre ein schon peinlich, wenn ich jetzt innerhalb von einem Tag die Tastenkombination für die Karte vergessen hätte. Oh. Oh ne. Bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwas geändert wurde. Und hopp. Und hopp. Also müssen wir jetzt zu den Orks durch. Hallo? Ihr seid komisch. Sind die gerade am Knutschen? Oh, Frosch ist gleich wieder tot. Boom. Alle schön vergiften. Oh, Frosch sieht echt nicht gut aus. 7, 7. Oh, da geht's nach rechts weiter. Wir haben definitiv sehr viele Möglichkeiten, wo wir hingehen können. Und das obere rechte ist frei. Jo. Oh, ein Shop. Die Musik ist komisch. Ist so ernst. Aber passt ganz gut in die Stimmung rein. Also nicht von dem Spiel, sondern eher von dem, wo wir gerade so sind. Abgesehen von dem Neon-Sign da. Und zwei Händler. Was hast du denn für neue Waffen für uns? Kaufen Waffen. Sturmschwert. 200 Schaden. Brauchstufe 9. Na, gucken wir mal. So war genau das Richtige. Stufe 9. Na komm, Streitkolben dann auch gleich Stufe 9. Konstitution auch Stufe 9. Und unser Schwert noch momentan 163. Keule 129. Also wir hätten gerne ein Sturmschwert. Dein Kriegsstreitkolben. Bogen wird unser wahrscheinlich besser sein, weil er golden ist. Rüstung. Schuppenrüstung. Braucht 9 in Rüstung. Wir kriegen 8 hin. Kaufen, Rüstung, versteckte Kettenrüstung. So, einmal umziehen und ganz viele Hotkeys umlegen. Also du kannst weg, du kannst weg, du dahin, du dahin, du Schnelltaste 1, du Schnelltaste 2. Oh, der blaue Bogen ist doch besser als der hier. Das heißt, der kann auch noch weg. Ne, ist golden, kann nicht weg. Kann aber an einen anderen Platz, so. Du kannst dahin, du kannst ausgerüstet werden. Tada! Und verkaufen. Die Keule, das Schwert, die alte Rüstung, das Ding da, leerer Speer, leeres Schwert. Sonst nichts. Und den Bogen hätten wir noch ganz gerne. Den Windbrecher, den wir nicht benutzen können. Und wir haben unseren Bogen gerade verkauft. Ja, warum auch nicht? Ist doch sinnvoll. Haben wir noch Punkte über? Nein. Yeah. Was ist bei dir? Magische rote Kerze, magische blaue Kerze. Okay. Regeneration. Magieroben. Trank der Unsichtbarkeit. Benötigt Stufe 8 in Trinken. Wir sollten uns echt auf eine Sache konzentrieren und nicht Schwerter und Keulen benutzen. Aber es ist schon sinnvoll. Weil es gibt halt Ziele, die kriegen von normalen Waffen nicht so gut Schaden. Wie du? Ach du gute... das war jetzt ein wenig unerwartet. Ich dachte... Die kommen rübergesprungen, greifen mich mit irgendwas an. Also Schwerter oder Keulen oder was weiß ich. Und nicht, dass sie zaubern. Und als sie dann gezaubert haben, dachte ich, ach, das ist bestimmt nur wieder dieser kleine lila Bolzen. Und nicht 5 lila Bolzen jeweils. Schön, dass wir den Bogen verkauft haben. Was?
Oh, wir haben ihn ja gar nicht verkauft. Ha! Sehr gut. Trotzdem teleportiere ich mich erstmal nach Hause. Mach den Fröschli weg und stattdessen den Drachen hin. So. Und speichere jetzt ab. Genau, Spiel wurde gespeichert und wir sehen uns gleich wieder.